Hallo, ich bin der Hannes aus dem unteren Mühlviertel. Ich suche meine Traumfrau. Bitte melde dich. Wenn wir Sie jetzt nicht sehen könnten, wie würden Sie Ihr Äußeres beschreiben? Ja, einfach mal mit Fakten. Also meine Tochter ist jetzt groß, mit gute nicht ganz 100 Kilo, sportlich rund, rothaarig, sommersprossig, ja, und eher breit gebaut. Muskulös auch ein wenig, ja, aber gut versteckt. Sportlich breit, haben Sie gesagt? Ja. Das ist nett, dass man sagt, sportlich breit, das klingt irgendwie lustig. Ja, ich habe dementsprechend Oberschenkel, aber die sind halt durchtrainiert. Ja, das sieht man jetzt natürlich auch nicht. Den Aufwand, was ich da betreibe, habe ich für das hab ich eigentlich einen zu großen Bauch. Ich sehe ihn jetzt gar nicht so. Ja, es ist ja gut versteckt, schwarz macht er schlank natürlich. Also ich wohne im unteren Mühlviertel, habe hier ein Pub, betreibe es seit 3 Jahren. Ja, in der Corona-Zeit habe ich schwere Verluste gehabt. Und jetzt, Gott sei Dank, geht es wieder bergauf. Jetzt kommen die Gäste wieder, freut mich natürlich, das passt gut. Wie soll die neue Partnerin jetzt sein? Ja, die neue Partnerin soll eigentlich auch gemeinsame Interessen, was ich habe, also auch ein wenig sportlich, das Sport betreibt. So soll es auch gesellig sein, sie soll eine lustige Person sein, positiv denkende Person sein. Ja, vom Ausschauen her ist mir eigentlich egal, kann von schlank bis molig sein. Größer wie ich soll es nicht unbedingt sein. Körbchengröße ist mir eigentlich egal, kann von A bis D sein. Ganz große Busen braucht es auch nicht. Also im Prinzip, ja, alles was übertrieben ist, ist nicht gut. Wie gesagt, ich bin ja ein Mensch, der auf Maß und Ziel schaut. Ja, und ja. Wie alt soll die neue Partnerin sein? Die Spanne bewegt sich zwischen 30 und 50 Jahre. Ich komme auch mit den Jüngeren gut aus, ich komme aber auch mit den Älteren gut aus. Ja. Wer gefällt Ihnen denn so von den weiblichen Stars? Ja, ich tue wenig Fernsehen in letzter Zeit. Aber psst, das dürfen Sie aber nicht sagen, psst, haben. Nein, nicht. Wie haben wir da wirklich gefallen? Oder was? Schwierig zu sagen. Mir ist eher die Ausstrahlung, ihr persönliches Ton wichtiger wie das körperliche Aussehen. Hannes, sind Sie ein moderner Mann? Ich bin ein moderner Mensch. Ich mache zurzeit selber den Haushalt bei mir. Das, was ich nicht mache zurzeit, dass ich bei mir selber koche. Ja. Ich bin eher der gute Verwerter. Essen tue ich gern. Aber ich bin auch gern bereit, dass ich da was dazu lerne. Also, welche Begabung hätten Sie gern noch gehabt? Ja, ich würde wirklich ganz perfekt Englisch sprechen können, damit ich die Liebeslieder verstehe, generell die Lieder verstehe, weil jetzt versteht man sie ja nur zum Teil. Aber wenn man da wirklich, es drücken ja die Lieder wirklich an ihn halt aus, aber wenn man es nicht ganz versteht, ist nicht so gut. Und lernen Sie Englisch? Ja, jetzt wieder weniger, aber ich bin ständig dabei. Naja. Man kann nie aufhören zum Lernen. When you are home. Morgen im Lotto gewinnen würden, was würden Sie sich gönnen? Ja, zumindest mal eine lange Weltreise. Also das ist sicher voll, weil es gibt so schöne Plätze auf der Welt, die zum Bereisen waren, zum Anschauen. Man lernt auch verschiedene Völker kennen, das ist auch interessant. Also man wird auch weltoffener. Was war denn die tollste Reise, die Sie gemacht haben? Die tollste Reise war eigentlich 1995, war ich 4 Wochen in Brasilien.
Da war genau im Februar die Karnevalszeit, da ist es rumgegangen, unglaublich. So toll, auf jeder Straßenecke. Samba-Musik, Samba-Tänzerinnen, unglaublich. Da ist natürlich auch ziemlich warm drüben, also sehr leicht bekleidet, aber war sehr beeindruckend. Weil es so warm war drüben. Wahrscheinlich sonst. Nein, war eigentlich eine super Zeit da drüben. Wie schaut es denn mit Beziehungen in Ihrem Leben aus bisher? Also bisher in meinem Leben habe ich nicht die ganz großen Beziehungen gehabt. Ich habe 2, 3 kleinere Beziehungen gehabt. Aber dadurch, dass ich eben mehr auf den Job geschaut habe, dass ich Karriere mache. Und für mich ist eine Beziehung auch so, dass du Verantwortung übernimmst. Und da war ich eben noch nicht bereit dazu. Haben Sie vielleicht ein bisschen Angst vor der Liebe gehabt? Angst vor der Liebe ist immer so eine Geschichte. Wie gesagt, wenn man sich wirklich in eine tiefe Beziehung einlässt, dann muss man sich auch extrem öffnen. Also ich bin jetzt 52 Jahre alt und ich bin bereit für ein Kind auch. Wann, dann muss es bald einmal passieren, weil ich werde auch nicht jünger. Der Robert De Niro hat mit 68 noch ein Kind gekriegt. Ja, ich finde es okay. Nein, für mich selber mit 68 wäre es nicht mehr vorstellbar. Ja. Also jetzt in der Zeit schon noch, aber in 10 Jahren sicher nicht mehr. Partnerin brauche ich noch. Ja, das war halt wichtig. Eine liebe, nette. Gibt es da eine tolle Hochzeit, glauben Sie? Also normalerweise schon. Wichtig ist ja der Polterrat, eine Woche vorher, wo will ich meine Späßchen alle einladen. Und dann natürlich eine tolle Hochzeit. Ist Ihnen der Polterabend wichtiger oder die Hochzeit? Nein, die Hochzeit natürlich wichtiger. Aber zum Heiraten gehört auch ein guter Polterer auch dazu, ja.